Ja, fünf Kupferkabel habe ich noch. Ja, und im Notfall musst du wirklich mal ausprobieren mit den Niederfrequenz. Aber die habe ich halt noch nie irgendwo gesehen, weißt du? Können das vielleicht auch Vielleicht auch Pipes Pipes sein, sein. die der da Nee. benutzt hat? Sehr, sehr seltsam. Fehlen. Kann man die aufsetzen? Oh ja, aber unisolierte möchte ich schlecht. Eins, zwei Kupferkabel brauche ich noch. Heißt. Schönes Zeug abbauen. Oh. Oh, wunderbar, hier sind noch 18 Ding gewesen. Ich habe noch Kupfer eigentlich. Kupferkabel. Truhe, ich Idiot. So, jetzt ist die große Preisfrage, kommt Strom rein oder nicht? Warum nicht? Idee, wir haben doch hier irgendwo. Baumschlüssel. Ach ja, die Dinge bringt halt nicht so viel Strom, wo die das kleine Solarpanel. Deswegen wird wahrscheinlich die Dinge ein bisschen brauchen, die. Ja, genau, du weißt, was ich meine. Jo. Liegt jetzt ein Kupferkabel rum? Genau. Sag mal, bin ich jetzt bekloppt hier? Erde. So, was suchst du? Der findet. Ich wollte Wollte eigentlich. eigentlich noch Eisentruhen für die dann herstellen. Ja. Aber der, wenn ich hier Eisentruhe eingebe, findet er nichts. Einfach mal Truhe ein. Ja, aber da haben wir dann eine leere, einen leeren Truhe. Eine ändert. Eisentruhe ist einfach nur Eisen komplett drumherum. Ja, aber. Den gibt es ja auch Gibt's noch auch noch größer, größer oder wie oder war wie das, war das, ne? ne? Ja, Eisen, Gold, Diamanttruhen. Gold ist Gold ist größer. größer. Ja. So, ich frage mich gerade, ob es jetzt wirklich darum geht, hier ein komplettes Feld drumherum zu bauen. Also, dass man wirklich so ein Ding drüber bauen muss. Rundherum, Kacke. Meinst du also Also mit mit Fallrohr? Fallrohr. Ja, ich meine hier so und jetzt hier dann drüber. Also so eine komplette eingekerkerte Ja. Windmühle. Aber hier, die bringt keinen Strom. Bringt keinen Strom. Ich werde nochmal gerade gucken. Du machst mal weiter, ich werde mal gerade gucken. Alles klar. Verstehe auch hier das noch nicht ganz. Das funktioniert nämlich auch nicht richtig. ME-Kabel, das ist ein ME-Kabel, das macht aber EU, oder? Machen doch EU. Ja, die machen EU. Wasser. Steinernes Wasserrohr, eisernes Wasserrohr.
Das ist ja wirklich zum Eisenholzhellen Wasser. Mhm. Hilfen gibt es dazu auch nicht. Windmühle, Steinmühle. Sogar Windmühlen. Ich glaube, ich hätte eher besser Windmühlen gebaut. So. Antrieb will ich auch nicht. Lass die Wassermühle funktioniert. Das Solarpanel funktioniert ja theoretisch auch, selbst wenn da kein Ding dran ist. Ich glaube, ich gehe mal eben noch was Cobblestone meinen. Was tust du denn da? Einen Weg bauen aufs Meer hinaus. Ach so, okay. Für den Steinbruch. Ich guck auch mal gerade, was wir noch so an Material dann haben, dann baue ich das Ding nämlich mal ein. Hier ist aber noch genug Cobblestone drin. Jo. Egal. Rundherum stilles Wasser. Wasser ist sogar mit dem Wassereimer eingefüllt worden. Und es macht trotzdem keinen Strom. Wirklich sein, dass man dafür andere Kabel braucht? Ich werde einfach mal so 6 von diesen Niederspannungskabeln da bauen. Fertig. Braucht man die sonst im Notfall noch für irgendwas? Mit Sicherheit. Als Zinn, wo? Zinn ist immer doof, wenn es verschwendet wird. Spiel leckt. What the fuck? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Vermutlich bei Minecraft. Yep. So, jetzt habe ich Niederspannungskabel. Ich denke mal, das dürfte jetzt weit genug weg sein. Oder? Aber auch so ähnlich aus wie die Kabel, die er benutzt hat, in dem, was ich geguckt habe. Na toll. Normalerweise sind höherwertige Kabel doch einfach immer besser, oder nicht? Jetzt? Nein! Ach, was zur Hölle. Ich hasse es, wenn das nicht funktioniert. Okay, die meint aber nur eine kleine Fläche hier ab. Ja, im Moment nur eine kleine, weil du halt noch keine Ding dran gesetzt hast. Normalerweise geht man hin und macht die mit den solchen Fackeln und macht das eine größere, aber im Moment ist so eine kleine vielleicht auch gar nicht mal schlecht. So. Anfang. So müsste dem noch aufgebaut sein, oder? Nee, die
Items werden oben rausgeploppt, deswegen solltest du dir die Pipes mitnehmen. Achso, die Pipes habe ich noch hier. Hüpp. So, also. Schwimmen. Hoch. Ja, genau. Aber der dürfte halt dann... Ja, sobald es Tag wird, müsste er dann theoretisch anfangen. Aber so wie ich das heute sehe, funktioniert heute eh nichts. Alles voll doof. Ach so, umso höher ich dann ansetze, umso größer wird das Feld. Was? Hier das, bei dem hier oder was? Umso höher ich das ansetze. Nee, das funktioniert anders. Man kann es dann mit Redstone fackeln. Mit Bluestone. Das ist mit Lapis machst du die. Sie heißt nicht Bluestone fackeln, die heißt... Nö, Goldtruhen gibt's keine. Oder muss ich erst Eisentruhen und dann Gold? Erst Eisentruhen und dann Gold. Das veredelte Eisen. Nee. Okay, ich bin wieder da. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Nein, weil sie selber scheint auch kein Wasser zu haben. Ich werde jetzt mal gerade gucken. Wir haben noch ein bisschen Eisen übrig, dann werde ich mal gerade einen Wassereimer bauen und den da mal reinlegen. Weil das funktioniert auch. Da haben wir zufällig noch einen Eimer, jetzt abgesehen von dem Bucket of Force. Nee, keine Ahnung. Warte, ich brenne mal eben drei Eisen mit. Schade, dass man den Bucket of Force nicht mit Wasser füllen kann. Geht mir gerade so auf den Sack, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wasserrohre gibt es aber. Ja, das sind wirklich für zum Transportieren. Ja, aber vielleicht muss es halt so transportiert werden. Nee, es ist ja kein Wasser, was dabei rumkommt. Es soll ja Strom sein, was dabei rumkommt. Ja, aber der verwertet das jetzt so. Ja, ja, das tut er ja. Das ist ja auch richtig so. So, jetzt lege ich da unten mal den Wassereimer rein. Okay, er füllt sich zumindest mit Wasser, aber mühlen tut das Ding trotzdem nicht. Ja, er füllt sich mit Wasser, aber es mühlt nicht. Okay, ich hab da gleich einen ganzen Eimer Wasser drin. Oder ob es das langsam mühlt. Es geht gar nicht raus. Ist da hinten richtig verbunden? Ich werde das hier mal kurz nach außen verlegen. Dann sieht es auch wieder hübscher aus. Zumindest innen.